Der britische Frachter Ruby Mar, der nach einem Raketenangriff der Houthi-Miliz im Golf von Aden gesunken ist, stellt laut dem US-Militär ein Risiko für die Umwelt dar. Das Schiff hat gut 20.000 Tonnen Dünger auf Basis von Ammoniumphosphat geladen. Auch das gesunkene Schiff selbst sei ein Risiko für andere Schiffe in dem stark befahrenen Schifffahrtsweg, hieß es weiter. Satellitenbilder zeigen, dass Treibstoff aus dem Frachter austritt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt vor einer Umweltkatastrophe. Der Frachter war auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten in den bulgarischen Hafen Varna gewesen. Die Besatzung brachte sich nach dem Beschuss in Sicherheit. Die Houthi-Miliz wird vom Iran unterstützt. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas hat sie ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden verstärkt. Viele Reedereien meiden deswegen inzwischen diesen Seeweg.